ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Holytopica mit dabei der Stifler LP. Und Hallo. In der letzten Folge haben wir ja diesen Mammutbaum geholt. Den werden wir jetzt hier auf dem Meer pflanzen. Hast du genug Erde dabei? 56 Blöcke, ja. Okay. Wird wahrscheinlich aber nicht reichen, weil ich hier einmal hier hoch muss. Hoch, 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 hoch. Muss aber weg und dann draufklicken. Genau. So. Gut. 7x7 meinst du? Ja. Nur für, soll ich noch Erde holen noch? Müsste reichen, oder? Warte mal, 1, 2, 3, 4, muss er aushöhlen. 5, 6, 7. 56 Stück. Also 7 mal 7 sind 49 plus innen drin. Minuten, juhu! Ich hole auch direkt noch Bone Meal, damit. Ich hab noch ein paar Stacks. Meinst du, wenn man auf einen drauf haut, dass das dann funktioniert? Müsste eigentlich. Ja, das muss eigentlich funktionieren. Okay. Das ist bei Rubber Root auch so gewesen, als bei anderen Modpacks als bei mir. Okay. Wo ich mal gemacht habe. Hey. Da war noch. Müssen wir aber ein Meteoroidenschild drauf machen. Ich glaube, hier haut er uns weg. Wird er uns weggehauen. Ja. Will ich auf jeden Fall machen. Soll ich dir einen craften? Ja, wenn du gerade unterwegs bist, schon. Alles klar. War das davor? 1, 2, 3. Bruchstein. Dann baue ich mir nämlich hier so einen Glasweg und dann ist das mein Hausansatz, ja? Dann mache ich mir da draußen ein Häuschen. Alles klar. Ja, ich krieg ein Baumhaus. Ja. Hui. Zack, zack. Ich krieg ein Baumhaus. Steve, ich krieg ein Baumhaus. Ja, yeah, das kriegst du. So. Ich krieg ein Baumhaus. Steve, ich krieg ein Baumhaus. Baumhaus, Baumhaus. Ja, 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 ja. Baumhaus. Oh Gott. Jo. Lassen wir das mal lieber. Ja. So, hier war dann noch Cobblestone, ne? Perfekto. Perfekto, Lino. So, ich hab nochmal so ein Meteoritenschild. Ja. Hab wieder was von da? Nein. Also, ich hab schon wieder insgesamt 3 rote Meteoritenjuwele. Okay. So, jetzt kann ich euch das mal zeigen. Steven hat mir erzählt, wenn man hier in den Chisel den Cobblestone reinhaut, dann kann man auf einmal alles färben. Tadeo, habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen? Deswegen machen wir den jetzt auch erstmal so. Laufen. Aber sein Kokosbaum wächst immer noch nicht. Nee, Kokos und Bananen ist irgendwie schwer hochzukriegen. Kannst du stacksweise. Vielleicht weiß das ja jemand von euch. Warum wachsen die Bananen- und Kokosbäume nicht? Das ist hier die Frage. Freaky like me. Lol. Da ist ein Meteorit, wo nicht gelootet wurde. Da hinten den? Den sehe ich gerade auch. Den hole ich mir jetzt. Nein. Hol du die den ruhig. 7, ne? Ja. Ich glaube, so ungefähr war das. Sicher? War ganz. Jo! Get down! Get down! Willst du mich verarschen? Move it all around. Du hast keine Setzlinge mehr, ne? Doch, einen. Einen? Nee, 6 noch, wieso? Oh, erschreckt mich schon halt so. Jetzt hast du 49 Stück hier. Ja. Down, das funktioniert.
funktioniert, so wie ich es mir vorstelle. Ich glaube nicht, dass es geht. Ich glaube es auch nicht mehr. Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Ich guck immer mal nach. Doch, weil müsste aber vielleicht klappen, weil Holikate den einen Baum auch auf einmal so schnell groß. 7x7, da steht es doch. Pflanzen diesen in einem 7x7. In einem 7x7. Benötigt Tage, um zu wachsen. Okay, können wir vergessen mit Bone Meal. Er braucht Tage, um zu wachsen. Ja, dann lass ihn wachsen. 1, 2, 3, 4. Dann baue ich erstmal, kann ich ja erstmal drumherum hier bauen, weißt du? Ja. Ich habe jetzt wenigstens ein neues Projekt hier, das gefällt mir. Ich wusste nämlich nicht mehr, gehst du jetzt die Metroiden holen? Wenn ich eine Pickaxe dabei hätte. Ich habe eine mit. Eisen? Nee, ich will noch was anderes. Du solltest dir auch ein Bötchen machen vielleicht. Ja, das mache ich nämlich auch. Ich mache nämlich noch was anderes. Okay. Nämlich vom Meteorit-Mod den Freezen. Ja. Pickaxe, weil da kannst du unter Wasser schneller abbauen. Ah. Und hol mir noch den Helm, da kann ich länger unter Wasser bleiben. Ah, hab ich überall keine Ahnung von. Ja, ich habe mir halt ein bisschen den Mod durchgelesen. Ja, und der klar. Fett hat mir auch ein bisschen was noch dazu gesagt. Okay. Weil es nämlich mehr Informationen. Oh, cool! Mein Timer funktioniert wieder. Ist da was runtergefallen? Oder kommt nein, da gleich einer? Da kommt gleich einer. Aber der kann ja überall fallen, ne? Ja, deswegen. Ja. Du hast, deswegen gibt es auch so einen Meteoriten-Sucher. Ja, genau, Sucher-Sensor. Okay. Habe ich auch zwei Stück, verschiedene. Aber ich will den dritten noch haben, den hat aber leider eine Fetze. Ja. Weil den dritten, der ist das Seltenste. Okay. Aha, guck mal, ich habe mir was gelernt. Ja, weil der. Hallo? Irgendwie tut sich gerade nichts. Es leckt gerade. Es leckt gerade übelst. Ich glaube, es geht der Server da. Genau so gewachsen. So, hey ihr Lieben, hier sind wir wieder. Wow. Und ihr wisst ja, ich bin gerade vom Server geflogen. Guck mal warum. Der Baum ist gewachsen. Wow. Alter, leck mal. Jo. Der ist so breiter geworden als geplant, ne? Das ist so cool. Das ist so cool. Da baue ich jetzt mein Dings rein. Ach du Scheiße, der ist echt breiter geworden als gedacht. Richtig geil. Guck mal, der geht sogar bis hier unten. Wow. Richtig aber cool. Das sind die Wurzeln. Nicht abbauen. Aber jetzt mache ich da Glas drum. Würde ich machen. Und Christina, hier ist der. Würde ich den hinbauen? Ich baue den gerade mal hier dazu. Ja. So, der ist zwar jetzt auf. Mich? 4%, ja, lass ihn. Hast du ein. Metroidenbruchstück? Nicht dabei. Aber tatsächlich bei mir in der Kiste zu Hause. Ja, aber wenn du da reinlegst, dann geht es schneller. Ah, lass laden. Wenn jetzt ein Metroid runterkommt, Steven. Dann würde ich sagen, dann bin ich vom Schicksal verflucht. Also. Ja, ich geh mal zu den Metroiden hin. Lol, da ist doch einer unter Wasser. Mehrere. Es leckt aber nicht, ne? Mehr oder so? Nein. Okay. Ich dachte jetzt wirklich vielleicht nicht, dass wir irgendwie jetzt Probleme mit Lecks kriegen, aber scheint nicht so zu sein. Nö, also bis jetzt hab ich noch nichts. Nee, ich auch nicht tatsächlich. Aber es sieht nice aus. Jetzt haben wir da hinten so ein Vieh und hier so ein Vieh. Und das ist mein Baumhaus, Steven! Jo! Ja. Du weißt so. Ja, dass ich. Steven weiß noch von früher, dass ich gerne Baumhäuser bewohne. Oh ja. Es ist eigentlich Wunder, dass ich hier keins gebaut habe, ne? Da habe ich mich total gewundert, wo ich drauf kam, du kein Baumhaus gebaut hattest. Ich bin ja so ein Baumhauskind. Okay. Der Meteorit-Sensor ist jetzt fertig. Ich guck mal, ob das wirklich fertig ist. Ich habe nämlich gerade Nachricht bekommen. Ich guck gerade mal. Lol. Jo. 64 Blöcke. Lol, da ist ein Meteorit runtergekommen. Genau an der Stelle vorne. Da brennt nämlich doch alles. Cool. Okay. Vielleicht ist ja das, der da gerade eben bei dir aufgeleuchtet ist, weißt du? Bestimmt. Es wird aber jetzt dunkel und ich baue mich tatsächlich jetzt mal hier, Ja, und ich gehe gerade unter Wasser. So. Geil!
Was hast du gefunden? Alter, wie geil ist das denn? Stifler? Wie geil! What have you found? Scheiße, scheiße, scheiße! Schnell hoch, schnell hoch, schnell hoch! Stirbst du? Nein, 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 nein! Nein! Jo! Nein! Was hattest du denn? Alter! Die seltensten Sachen ever! Alter, leg mir Arsch! Ja, dann lauf hin, schnell! Du brauchst ein Boot, ganz schnell! Ich brauch ganz schnell ein Boot! Ich kann mich ins Bett legen! Da ist bei dir. Ja, geh ruhig runter. Ja, Alter! Da haben wir uns umgespuckt. Was ist denn das Seltenste, was es gibt? Das ist der Höhlenmeteoritenbruch. Okay, und den hast du da gehabt jetzt? Ja, da waren 4 Stück noch drin. Ich habe 1000 aus 23 oder so. Okay. Jetzt passt es ganz genau. Boah, Alter. Und da ist sogar das Schwert hin. Was suchst du? Holz. Hier ist Holz. Weißt du, hä? Da hinten. Such jedes Mal Holz, ne? Du hast noch 5 Minuten, ne? Ich weiß, das sind bei ich mich jetzt auch. Zack, Boot. Hast du Sand oder so? Was du nicht brauchst? Sand. Du kannst meinen Cobblestone da benutzen hier. Ja, den nehme ich auch mit. Ich habe 2 Kisten voll, die sind eh immer voll. Ja, das ist leer. Gönn dir. So, ich wollte mir aber jetzt noch eine Dings machen gerade. Eine Fackel nehme ich mir mal mit, kriegst du das wieder. Ja, ja, nimm ruhig. Weil ich mache jetzt was anderes. Mache ich das, was ich eigentlich machen sollte. Alter, nee! War noch nicht gelootet, ey! Arschen. Das wäre schon längst gelootet. Dann war das ein Frischling, ne? Ja. Direkt dort, Alter, geil. Zack. Alter, nice! Als ob. Da ist doch mit. Alter, da ist doch ein Höhlenmeteorit runtergekommen. Verdammt! Meine ganzen Sachen sind da Gott sei Dank noch. Ja, da sind sie. Ich brauch nur einen bestimmten. Zack. Zack. Mechanismus. Zack. So. Du blödes Zombie-Ding. Dich kriegst du nicht. So. Atmung habe ich jetzt länger, nice. Da ist meine Pickaxe. Block da rein. Welches Glas nehmen wir denn? Das ist tatsächlich Atmung, am schönsten hier. So, ganz schnell. Ganz schnell. Oder soll man ein anderes nehmen? Es wird schon wieder dunkel, so schnell. Könnte sein. Ganz schnell hoch, Alter, ganz schnell. Ernsthaft? Wieder. So schnell? Ganz schnell wieder hoch. Hab ich alles? Ich hab alles! Ja! Und das Spiel ist auch noch installiert, Alter, wie geil ist das denn? Glückwunsch, Stifler! Oh! Alter! Sie haben im Lotto gewonnen! Es geht schon weiter zu den nächsten Meteoriten. Pass auf, und da ist jetzt noch was Besseres drin. Was würdest du dann tun? Brüllen. Boah, brutal brüllen. Aber jetzt hast du ja schon das Beste, meinst du, ne? Verdammt. Dann kann ja da nichts Besseres drin sein. Doch, kann. Was denn? Rote Meteoritenjuwel. Okay. Das wäre noch sowas, wo ich mich total drüber freuen würde. Das kannst du bei Fetze angeben, dass du das gefunden hast. Ey, das glaub ich aber. Der ist total neidisch jetzt schon. Hast gehört, Felix? Du bist neidisch. So, ich bin ja hier
leider muss man hier immer alles mit Glas verunstalten, weil sonst kann man nicht abends in Ruhe irgendwo rumlaufen. Mein Garten ist ja auch mit Glas gesichert. Panzerglassicherung sozusagen. Alter. Ich habe ja zum Glück noch genug. Weil sonst ist man einfach, sprich's aus, Steven, gearscht. Ja, total gearscht. Alter, wie viele Meteoriten hier im Wasser sind. So. Da war sogar mal ein Hüllen. Und das war leer, scheiße. What do you mean? Weißt du, ich bin im anderen drin. Ich legge wieder fest. Ich glaube, ich fliege wieder tatsächlich runter. Nee. Bei mir leckt es aber tatsächlich jetzt ein bisschen hart ab und zu. Das wüsste ich jetzt nicht mehr rum. Ich muss mal meine Leistung ein bisschen mehr auf Micro fixieren, glaube ich. Das könnte ich tun, tatsächlich. Ja, könntest du. Gerade wenn man ein Modpack spielt. Oh ja, sollte man das eventuell so oder so tun. Ja. Aber damit habe ich ja so nichts am Hütchen. Also ich hab's jedenfalls nicht. Ja, eigentlich müsste ich das auch nicht mit meinem PC. So, hier direkt unter Wasser ist ein Netherportal. Live. Und die Netherportale können nur auftauchen, wenn dein Höllenmetroid runtergekommen ist. Das heißt, da ist einer runtergekommen. Da war einer, der ist schon gelootet. Oh. Kann ich auch mal rausnehmen und keinen Sand. Wie langweilig. Ja. Hast du noch Sand? Ah ne, du hast mich ja eben selber gefragt, ob du Sand hast. Ja. Na, ich würde sagen, das bauen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge weiter. Außerdem wollte der Olli mir jetzt am Wochenende zeigen, wie man streamt. Oh! Das heißt tatsächlich, dass wir hier eventuell sogar in einem Stream weiterbauen könnten. Oh, das finde ich aber super, super. Ja, weil jetzt habe ich ja zwei Bildschirme, dann geht das auch mal ohne Stress dann wahrscheinlich, ne? Ja, und das Gute ist, ich habe auch am Ende frei. Jo. Na gut, ich würde sagen, das war's wieder. Diesmal ist ein bisschen mehr passiert. Wir haben diesen wunderbaren Baum wachsen lassen. Mein Minecraft ist abgestürzt, als er gewachsen ist. Ich dachte, der braucht so 3-4 Tage oder so. Habe ich auch gedacht. Jo, auf einmal geht das so. Nichts mehr tut sich. Ich will den Schiesel die ganze Zeit öffnen. Nichts passiert so, ne? Ja, klar. Jo, na gut. Also wie gesagt, Steven ist wie immer unten verlinkt. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.